Herr Kronzeuger, jetzt haben Sie so lange Fernsehen gemacht. Wenn Sie sich Gedanken über die Wirkung des Fernsehens machen, gerade im Nachrichtenbereich, haben Sie das Gefühl, dass das Fernsehen eine große Wirkung hat oder plätschert das dann zum Schluss auch einfach so weg und ist dann bedeutungslos? Also das Fernsehen hat eine viel größere Wirkung einst gehabt. Zu Zeiten des Kalten Krieges hat man auch auf die Kommentatoren des Fernsehens geachtet. Und das waren damals nicht nur Fernsehmenschen, sondern die kamen von den Zeitungen, die kamen eben aus der Rubrik der Kommentatoren und Meinungsmacher und Publizisten. Heutzutage ist es so, dass die Bedeutung der einzelnen Journalisten nicht zurückgegangen ist, was ihren Bekanntheitsgrad angeht und den Ruf und den Ruhm. Das merkt man an den Vortragshonoraren, sondern man hält es nicht mehr so wichtig, was sie sagen. Also ich habe immer das Gefühl, das verpufft. Ob das jetzt Talkshow-Moderatoren sind oder Kommentatoren, das mit der Kommentarschiene hat ja sowieso sehr abgenommen, nur die Tagesthemen machen das noch. Und das wird nicht mehr so recht ernst genommen. Hat aber nichts damit zu tun, dass etwa das Prestige des Fernsehjournalisten zurückgegangen ist, sondern man legt dem nicht mehr so viel Bedeutung bei wie früher. Haben Sie denn Ihrer Arbeit eine politische Bedeutung zugemessen? Es gab eine Zeit, wo ich geglaubt habe, dass was ich da aus Südamerika oder später aus Nordamerika berichte, sei für die Leute auch ganz wichtig. Es hat sich dann herausgestellt, dass das zum Teil stimmte, zum Beispiel für die damalige DDR. Also es gibt immer wieder Kollegen, die ich treffe, die sagen, wir haben geguckt, was du da aus Amerika gesagt hast. Und das haben wir verglichen mit dem, was unsere Leute über Amerika gesagt haben. Und deswegen war das für die wichtig. Aber ich glaube, bereits für Westdeutschland war das nicht wichtig. Denn gerade was Amerika angeht, glaubt ja jeder, dass er selber so viel davon versteht, dass man da nicht mehr demjenigen trauen muss, der da draußen ist. Wenn man jetzt laufend auch eben wie Sie Kontakt zu Politikern gehabt hat, nicht nur eben in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, aber eben auch speziell in Deutschland. Haben Sie sich da mal selber die Frage gestellt, ob Sie das Geschäft mal wechseln sollten und vielleicht selber in die Politik eintreten? Nein, dieser Versuchung konnte ich mit Freude widerstehen, weil ich ja gemerkt habe, die Kollegen, die dann da mal in diese Berufe gegangen sind, ich erinnere an Klaus Bölling, aber auch an den leider verstorbenen Bönisch, die mussten dann als Pressesprecher das sagen, was ein anderer dachte. Die durften ihre eigene Meinung nicht sagen. Und das finde ich fatal. Es gibt ja diese Mär, dass die Parteien Einfluss nehmen darauf, was du als Meinung äußerst im Fernsehen. Ich habe davon nie etwas gespürt. Das ist mehr so ein böser Leumund. Ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit, wenn Sie sich mal anschauen, was die Tagesthemenkollegen oder auch was der Herr Kleber im Heute-Journal, was der so sagt, das ist ja sowas von meinungstriefend. Da hätte man früher ein Scherbengericht vor dem Programmbeirat gehabt. Heute ist immer nur die Frage, wie viel bringt's, wie ist die Quote. Also dieses Quotendenken hat auch den Vorteil, dass man auf den Proporz nicht mehr so schielt. Der Hajo Friedrichs, gerade jetzt, wenn Sie vom Proporz sprechen, hat ja gesagt, in dem Moment, als die Politik mit ins öffentlich-rechtliche Fernsehen reingekommen ist, war das eigentlich die größte Fehlentscheidung, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen getroffen hat, weil die Politik dann eben in ihren Gremien auch Einfluss auf die Journalisten und so genommen hat. Haben Sie das als sehr intensiv empfunden während Ihrer Arbeit beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Ganz selten. Also schon mal, also ich habe das ja vorhin im Gespräch schon erwähnt, wenn man im Heute-Journal also zu sehr aus dem Nachrichtenjargon herausgegangen ist. Nee, das Problem war nicht das, was man gesagt hat, sondern das Problem war, dass die entscheidenden Abteilungsleiterstellen nach Proporz besetzt wurden. Und das ist ja bis heute so. Ja. Zwei links, zwei rechts und in der Mitte einen fallen lassen. Ja? Es ist nur heute so, es ist nicht zwei links, zwei rechts, es ist fünfmal, das muss ja sehr heute vergeben werden, weil wir inzwischen ein Fünf-Parteien-Spektrum haben. Aber wie ich schon sagte, was der eine oder andere dann sagt, wird nicht mehr so auf die Goldwaage gelegt. Es ist nur die Ausgangssituation.
Man weiß ja zum Beispiel von Altbundeskanzler Helmut Schmidt oder auch von Kohl, dass die gerne, oder auch von Außenminister Joschka Fischer, dass die gerne mal die Journalisten auch so abgebürstet haben und so haben abblitzen lassen. Ja. Ist Ihnen das auch mal so ergangen? Beziehungsweise wenn es Ihnen so ergangen ist, wie haben Sie da reagiert? Darf ich eine Anekdote mit Helmut Kohl erzählen? Gerne. Helmut Kohl war gerade wiedergewählt worden und hatte einen Antrittsbesuch in New York in diesem Falle, und es ging um eine ganz wichtige Entscheidung, und er hatte mir ein Interview zugesagt im Hotel Astor. Ich hatte hinter der Küche, gab es einen großen Raum mit zwei Kameras, mit Lampen und allem Möglichen aufgebaut. Kohl kam, wir machten die Lichter aus, die Elektrizität fiel aus im Haus. Daraufhin mussten wir, da war er schon verärgert, vor das Hotel gehen, um da eben noch schnell ein Interview zu machen. Es wurde nämlich langsam dunkel schon. Da kam dann erstmal eine Besucherschar, die wollte von ihm Autogramme. Das hat ihn noch weiter genervt. Dann haben wir das Interview gemacht. Ich drückte das meiner Producerin in die Hand. Die fuhr mit der Kassette zu CBS und ließ die Kassette im Auto liegen. Dieses Interview wurde nie gesendet, und Kohl hat sehr lange, vielleicht bis heute, geglaubt, dass ich ihm schaden wollte. Haben Sie einen Mechanismus gefunden, wie man mit den Politikern dann doch umgeht, wenn sie einen so abbürsten? Naja gut, also einen Mechanismus findet man da, glaube ich, nie. Sowas kann sich eigentlich nur von selber regulieren, wenn man dann mal Skat spielen geht oder wenn man über was ganz anderes redet, oder beispielsweise, immer sehr dienlich sind ja diese Reisen mit Ministern oder Politikern, weil da ein ganz anderer Kontakt entsteht. Ich habe aber auch gelernt, und da unterscheiden wir uns ja sehr von den Amerikanern, dass es schon so etwas wie off the records geben sollte. Sonst kommst du nie in ein vertrauliches Gespräch. Also wenn man der Nannenmaxime folgte, dass wir zur Veröffentlichung des Zeitgesprächs der Gesellschaft da sind, dann verdirbt man sich mit den Politikern vollends. Wenn man sich jetzt mal Ihre ganze Laufbahn beim Fernsehen anschaut, dann haben Sie ja quasi zwei Blöcke gehabt. Das eine ist das Öffentlich-Rechtliche gewesen, und jetzt sind Sie ja beim privaten Fernsehen. Seit 15 Jahren. Ne? Seit 15 Jahren. Mhm. War das ein Schritt, den Sie heute noch mal machen würden, wenn Sie diese 15 Jahre quasi vorher gekannt hätten? Also das ist sehr, sehr viel Konjunktiv. Aber man muss es, glaube ich, sehr real sehen. Als ich das Angebot vom Privatfernsehen bekam, war ich 50 und hatte dank der Öffentlich-Rechtlichen dort alle Aufgaben erfüllen dürfen, die das Fernsehen spannend machen. Man war Anchorman, man war Korrespondent, man war Talkshow-Host, man war Kommentator, alles Mögliche hat man gemacht. Deswegen fand ich das also eine schöne Herausforderung, das mal im Privatfernsehen zu machen. Der Reinfall kam dann, als da von vornherein nicht nach Wirkung, vielleicht auf die wenigen Zuschauer, die man da hatte, ging, sondern nach Quote, was die Breitenwirkung angeht. Und daran war ich nicht gewöhnt, und das hat mich in der Tat auch sehr enttäuscht. Es hatte aber einen sehr heilenden Effekt. Wenn es denn richtig ist, was viele über mich sagten, dass ich ein bisschen hofffertig geworden war, ich habe beim Privatfernsehen Demut gelernt. Wo Sie es jetzt ansprechen, die Sachen mit den Quoten und den Druck, den man da plötzlich bei den Privatsendern ausgesetzt ist, inwieweit kann denn die Quote überhaupt noch Qualität gewährleisten? Ist das nicht etwas, worunter Sie dann vielleicht auch gelitten haben, dass das alles immer mit Einschaltquote verglichen wurde? Jetzt bin ich doch noch mal hoffärtig und sage, ich lasse mich nur auf Programme ein, wo ich auch Qualität liefern darf. Mhm. Also es gab Versuche mal auch ins Entertainment hinein. Aber erstens sind die missglückt, und zweitens haben die mir auch gar nicht gefallen. Aber seit ich beim Aufbau eines Nachrichtenkanals N24, seit 6 Jahren nämlich, mithelfen darf, lasse ich mich also auf die Entertainment-Schiene gar nicht mehr ein. Eines muss ich allerdings auch sagen, das hat sich schon früh abgezeichnet, schon beim Heute-Journal, dass meine politische Neugier in allgemeines Interesse und vor allem in wissenschaftliches Interesse gewandelt worden ist. Und deswegen mache ich inzwischen zunehmend Programme,
die mit Technik, Wissenschaft, Weltraum, Geschichte, Essen und Trinken zu tun haben. Jetzt, wenn jemand so viel gereist ist wie Sie und auch an so vielen Orten gelebt hat, dieses Gefühl Heimat, können Sie das jetzt hier am Tegernsee in der Nähe von München entwickeln oder wie gehen Sie mit dem Begriff um? Ich habe zunächst mal gedacht, dass für mich dieser Heimatbegriff nicht gilt. Das hat mit meiner frühen Kindheit zu tun. Wir waren ausgebombt, wie ja so viele. Mein Vater war im Lager, meine Mutter war auf Gastspiel als Sängerin, um Geld zu verdienen. Ich wohnte bei den Großeltern und hatte nicht mal ein eigenes Bett. Aber ich hatte so Dinge wie ein Detektorradio. Wissen Sie noch, was das ist? Nein. Selbstgebasteltes Radio. Aha. Ich hatte ein selbst geschnitztes Segelschiff, was man am Nymphenburger Kanal oder am Tegernsee fahren konnte. Mhm. Ich hatte so ein paar kleine Habseligkeiten. Das war für mich Heimat. Und dass man jetzt sagt, der Heimat ist an einen Platz gebunden, das habe ich komischerweise erst mit der Zeit erfahren. Also ich fühle mich heute stärker am Tegernsee beheimatet als je in meiner Geschichte. Ist aber diese Kraft, also wenn man heute die Leute auf Sendung anspricht wie Bilder aus Amerika, mhm. ja, ist das nicht für Sie auch eine ungeheure, immer wieder ein Aha-Erlebnis, dass die Leute das noch ungeheuer präsent haben? Ja. Wie erklären Sie sich das? Naja gut, Bilder aus Amerika war zu der Zeit ebenfalls ein neues Genre. Es firmierte unter dem damaligen Schimpfwort Infotainment. Also wir, das war vor allem Hajo Friedrichs und ich, waren der Meinung, dass man gegen den Anti-Amerikanismus das normale amerikanische Leben setzen müsste. Und das war natürlich nicht nur politisch. Und da haben wir überlegt, dass wir Information und Entertainment, also Unterhaltung und Nachricht, zusammenbringen. Und das war vielleicht das Erfolgsgeheimnis von Bilder aus Amerika. Da gab es dann übrigens aber parallel auch Bilder aus Europa. Das lief nicht ganz so gut und das hat wiederum damit zu tun, kommen wir in die heutige Zeit, dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Europa ein kaltes Projekt sind, während die Vereinigten Staaten von Amerika, wie man jetzt im Wahlkampf sieht, uns immer noch faszinieren. Amerika hat Sie aber auch fasziniert und man weiß, dass Sie da lange gelebt haben und viel über Amerika berichtet haben. Warum sind Sie eigentlich weggegangen aus Washington? Warum sind Sie dann zurück nach Deutschland wieder gegangen, um das Heute-Journal zu moderieren? War das nicht für Sie auch irgendwo schmerzlich? Also das war die Rückkehr zu einem zweiten Term im Heute-Journal damals. Ja. Ich habe damals aber das Angebot bekommen, nach einer Zeit Heute-Journal, die als Übergangszeit gedacht war, eine Serie zu machen, die ich auch mit großem Vergnügen gemacht habe, die hieß Abenteuer und Legenden und galt den noch unentdeckten weißen Flecken auf dem Globus. Da habe ich damals 16 Folgen gemacht und dann habe ich damit aufgehört, weil ich damals meinte, jetzt gibt es keine weißen Flecken mehr. Inzwischen bin ich anderer Meinung, heute sind es nicht mehr die geografischen weißen Flecken, sondern es sind die weißen Flecken in unserer Geschichte. Es sind die weißen Flecken im Makrokosmos und im Mikrokosmos. Aber damals meinte ich eben so, jetzt ist das genug, jetzt machen wir was anderes. Das war dann auch der Übergang zum Privaten. Und was ist jetzt noch, was wo Sie sagen, also da muss Dieter Kronzucker unbedingt noch hin, da muss er noch mal recherchieren, da muss er zeigen, dass da was ist, was andere Menschen noch nicht so kennen? Also ich habe gerade eine Reportage in Südafrika gemacht. Die interessantesten Punkte sind dort, wo Veränderung stattfindet. Und da ist natürlich Südafrika ein herausragendes Land. Es ist ja erst 14 Jahre her, dass dort die Apartheid aufgehört hatte, also eine besondere Form des Kolonialismus. Und über Nelson Mandela, dem Mann ohne Rache, es zu einem friedfertigen Übergang kam. Jetzt wollte ich sehen, wird ein Afrika, das inzwischen von den schwarzafrikanischen Mehrheitsparteien regiert wird, die aber überhaupt keine Kultur des Regierens hatten, weil sie immer aus der Gesellschaft rausgehalten worden sind. Wie machen die das jetzt? Mein Resultat daraus ist, wenige machen es gut, viele machen es schlecht. Sie haben gesagt, dass wenn Nelson Mandela nicht mehr leben sollte, zu der Zeit, wo die Fußball-Weltmeisterschaft dort stattfindet, 2010, dass es dann wirklich gefährdet ist.
Die Fußball-Weltmeisterschaft wird nicht gefährdet sein. Dafür ist es zu sehr ein Prestigeobjekt und dafür ist es auch zu sehr von der FIFA abhängig und nicht nur von den Ausrichtern. Also das ist sehr gut organisiert. Nein, das Problem wird sein, wenn diese Fußball-Weltmeisterschaft vorbei ist, ob das Land dann davon profitiert mit einem Bauboom, mit Bekanntheitsgrad, mit Weiterentwicklung, mit touristischen Erschließung und so weiter und so fort. Oder ob es versinkt zurück in afrikanische Traditionen, wie wir sie im Nachbarland Zimbabwe erleben, wo der mächtige Mann wichtiger ist als der weise Mann. Und das muss man abwarten. Was macht der weise Mann Kronzucker, wenn er dann nicht mehr reist und Reportagen macht? Also ich habe zwei Hobbys. Eigentlich viele Hobbys, aber zwei besonders. Das eine ist, ich sammle alte Reisebeschreibungen. Das klingt jetzt sehr nach gestrig und nicht nach morgen. Aber es gibt ja nach wie vor sehr gute Reiseschriftsteller. Und da habe ich eine richtige Sammlung von denen, die heute schreiben, von denen, die früher schreiben. Und das Vergleich ist, und das ist ein schönes Hobby. Und das andere ist, ich habe seit meiner Jugend einen anderen Entwicklungsstrang gehabt. Und das ist die Gastronomie. Das heißt, es macht mir Spaß, eventuell eine Gaststätte zu führen oder ein Hotel zu entwickeln. Und da ist das Alter ja keine Grenze. Ist denn, wenn Sie sich jetzt, heute 2008, über Ihr Leben Gedanken machen, das, was Sie gelebt haben, das Wichtige oder das, was kommt? Also ich glaube nach wie vor, dass meine Neugier unstillbar ist. Und ich bin ja nun nicht mehr in einem Alter, wo der größere Teil des Lebens vor einem liegt, sondern der größere Teil liegt hinter mir. Aber ich mache mir mehr Gedanken über die Zukunft, als dass ich überlege, was ich in der Vergangenheit falsch oder richtig gemacht habe. Herr Kronzucker, das macht Mut. Ich wünsche Ihnen noch viele spannende Reportagen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Tschüss dann.